Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus. Und ich möchte mit euch weitermachen über das gerechte Richten. Und dazu lese ich Matthäus 7, 3 und 4. Aber ich sehe gerade, ich habe die verkehrte Brille auf. So. 3 und 4. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Ja, in der Welt wird gern immer mit dem Finger auf andere gezeigt. Aber wenn du die Hand umdrehst, musst du feststellen, dass drei Finger zurückweisen. Also, solange selber noch Mist vor der Haustür liegt, sollte man nicht dem anderen seinen Mist auf der Fensterbank vorwerfen. Was aber siehst du den Splitter im Auge deines Bruders? Den Balken aber in deinem eigenen Auge kannst du nicht sehen oder nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, den Balken in deinem eigenen Auge kannst du nicht gewahr werden. Heute wird aus dem unmittelbaren Textzusammenhang deutlich, was Jeschua mit dem Wort meint, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Du als Ehebrecher, der du permanent im Ehebruch lebst, kannst deinem Nächsten nicht vorwerfen, dass er ein Ehebrecher ist. Wenn wir diese Verse auf uns selbst beziehen, und das sollten wir immer mit dem Wort der Bibel tun, dann wird es klar, ich sehe die Splitter im Auge des anderen. Aber gleichzeitig erkenne ich nicht, dass ich selbst einen Balken im Auge habe. Übersetzt bedeutet das, ich sehe die kleinsten Fehler meines Gegenübers, aber die großen Fehler, wie schwerwiegenden eigenen Fehler, erkenne ich überhaupt nicht. Dieses Wort ruft uns zu seiner gesunden Selbstkritik. Wir müssen uns zuerst selber richten, bevor wir über die anderen zu Gericht sitzen. Es gibt zwar auch viele Menschen, die von nur Natur aus fähig sind, die Fähigkeit besitzen, ihr eigenes Handeln in gewissen Rahmen zu beurteilen, aber es gibt leider auch sehr viele, welche diese Fähigkeiten nicht besitzen. Sie meinen, alles, was ich tue, ist richtig. Aber was der andere tut, ist falsch. Solche Menschen sind äußerst unangenehm. Mit ihnen ist schwer auszukommen, denn es entwickelt sich bei ihnen immer eine gewisse Rechthaberei, die aber dann keine Grundlagen mehr finden. Einfach eine Rechthaberei, die aus menschlichen Gedanken und aus menschlichem Geist erwächst.
Dem gläubigen Menschen steht aber in dieser Sache allerdings eine starke Hilfe. Eine starke Hilfe zur Seite. Es ist der Ruach HaKodesh, der lebendige Gott selber, der uns seinen Geist schenkt, der mit seinem sanften Wehen in unserem Innersten das Gewissen schärft. Und da will man hart urteilen. Vielleicht will man über einen kleinen Fehler des anderen empört sein. Gerade holt man Luft zum Ausholen, doch dann steht einem plötzlich die Frage vor, hast du in einer ähnlichen Situation nicht noch schlechter gehandelt? Und jetzt wollen wir unser hartes Gericht aufrechterhalten? Besser ist, wir gehen erst einmal mit uns selbst ins Gericht. Denn oft zeigt uns der Herr im Handeln eines anderen, was uns nicht gefällt, wie sehr wir ihm, dem großen Richter, damit auf die Nerven fallen. Lasst uns diesen sanften Wehen des Ruach HaKodesh in unserem Gewissen nicht kämpfen. Wir würden uns damit nur selbst belasten und schaden. Denn Gott wird uns richten. Und der nimmt dann unser eigenes kleinliches Maß. Wollen wir das? Liebe Freunde, liebe Geschwister, es ist doch erstaunlich, mit welch dummer Weise manche Menschen wirklich Dummheiten begehen. Und dann sieht man nur die Fehler des anderen. Und darum ist es wichtig, im Gebet immer wieder auch zu sagen, Herr, sei du mir gnädig, erbarm dich meiner und zeig mir, was ausgelöscht werden muss. Der Herr möge dich segnend durch den Tag begleiten. Amen.